Peter Mosler von der ICL ist seit vielen Jahren, zumindest als am Niederrhein, als kompetenter Berater für Düngemittel aus dem Hause ICL bekannt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den Ausführungen und gebe nun ab an Peter Mosler. Guten Tag. Auch ich möchte Sie hier kurz zu dieser Veranstaltung begrüßen. Wir alle haben sicherlich das eine oder andere an Videokonferenzen schon mitgemacht. In dieser Form ist es für mich zum ersten Mal, dass ich sozusagen im Internet unterwegs bin. Ich freue mich auf diese Veranstaltung und hoffe, dass Sie einiges mitnehmen können. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was zu den Depotdüngern, zu der Entwicklung und auch zu der aktuellen Diskussion, die immer wieder an uns herangetragen wird, erzählen und hoffe, dass Sie einiges mitnehmen können für das Tagesgeschäft, aber auch für die Kommunikation mit Ihren Kunden. Präsentation. Ich werde Ihnen im Allgemeinen etwas über Depotdünger erzählen, speziell aber über die Osmocote 5 Produkte, die als neue Generation und Innovation für uns aus unserem Hause in der nächsten Zukunft einiges auch als Hilfestellung für Sie mit auf den Weg bringen sollen. Zunächst einmal gibt es eine Diskussion über die Abbaubarkeit der Hülle. Da geht es vor allem um die biologische Abbaubarkeit. Und da ist Osmocote 5 noch nicht die Lösung, aber wir sind auf dem Weg. Um das Ganze einzuordnen, ist es wichtig zu wissen, in welchem Kontext wir das Ganze betrachten müssen. Das eine ist die Forderung der Gesetzgebung der EU, aber auch des deutschen Gesetzgebers mit dem Düngemittelgesetz bzw. der Düngemittelverordnung. Dann werde ich Ihnen was dazu erzählen, wie Osmocote insgesamt arbeitet und auch einen Ausblick auf neue Entwicklungen im Allgemeinen geben. Und sozusagen der Endpunkt wird das neue Osmocote 5 sein. Bei der Frage der gesetzlichen Regelung kommen wir halt zu der neuen EU-Düngemittelverordnung. Hier ist es so, dass 2019 die EU in Kommunikation mit der Industrie, aber auch mit den Verbraucherverbänden eine neue Düngemittelverordnung erlassen hat, die am Ende des Tages zur Konsequenz hat, dass am 16. Juli 2026 Produkte auf dem Markt sein dürfen, die komplett biologisch abbaubar sind, was wir heute noch nicht sind. Das heißt also, dass von der technischen Seite 90% der Oberfläche des Produktes innerhalb von nach 4 Jahren des Gebrauches halt abgebaut sein müssen. Und die Umsetzung in der Bundesrepublik ist sozusagen auf den Weg gekommen mit dem 27.03.2020, als der Bundesrat das Ganze verabschiedet hat. Wie sieht jetzt also die Zielsetzung der EU aus? Im Green Deal, den die EU beschlossen hat und wo zum einen die CO2-Reduzierung, aber auch Nährstoffverluste mit beinhaltet sind, hat die EU halt bestimmte Zielsetzungen festgeschrieben. Betroffen im Gartenbau und der Landwirtschaft ist halt eben der Überschuss an Nährstoffen, der Luft und Boden und Gewässer verunreinigt. Und die weiteren Ziele, die in diesem Zusammenhang festgesetzt wurden, ist die Forderung, bis 2030 zum einen die Nährstoffverluste um 50% zu reduzieren, zum anderen den Düngemitteleinsatz um 20% zu reduzieren. Hier unterscheidet die EU einige Zielsetzungen. Hört sich zunächst einmal nach sehr hohen Zahlen an. Im Endeffekt ist es aber so, dass wir auch heutzutage mit zum Beispiel den ummantelten Dauerdüngern diese Ziele erreichen können. Die Technologie steht uns zur Verfügung. Sicherlich ist es wichtig,
in der Anwendung genau hinzuschauen, welche Produkte in welchem Bereich die richtigen sind, um entsprechende Effekte zu erzielen. Wie sieht das letztendlich aus? Die Hauptvorteile bei den umhüllten Dauerdüngern sowohl im Gartenbau als auch in der Landwirtschaft ist halt eben die hohe Nährstoffeffizienz. Letztendlich können damit auf der einen Seite höhere Erträge erzielt werden. Die Konsequenz daraus ist aber auch, dass weniger Dünger pro Hektar eingesetzt werden kann, um diese optimalen Erträge zu erzielen. Wir haben auf der einen Seite durch die Umhüllung im Vergleich zu nicht umhüllten Produkten kaum Stickstoffverluste in die Luft. Das Gleiche gilt auch für den Gewässerschutz. Wir haben also keine Auswaschung oder nur geringe Auswaschungsverluste ins Grundwasser. Und wir haben sogar bei der Phosphor- und Kaliumverfügbarkeit eine viel bessere Ausnutzung. Letztendlich sind das sehr effektive Gegebenheiten, die die Nährstoffeffizienz mit beeinflussen. Und wir haben durch diese Verortung direkt im Topf, im Container, im Substrat halt eine sehr gute CO2-Bilanz, also den CO2-Fußabdruck. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen in einer gewissen Zeitskala aufzeigen, was sich auf der EU und auf der Ebene der Entwicklung bei ICL tut. Wir sind seit vielen Jahren unterwegs, was die Hüllenweiterentwicklung angeht und seit 2017 ganz konkret an der Bioabbaubarkeit. 2018 sind erste Feldversuche mit Prototypen gelaufen und 2019 ist dann die Düngemittelverordnung der EU gekommen und wir versuchen mit unseren Entwicklungen dieser gesetzlichen Vorgabe auch gerecht zu werden. In dem weiteren Ausblick soll es so sein, dass dann 2022, 2023 die ersten Produkte, die dann aus der Testphase heraus sind, in die Anwendung kommen und 2024 entsprechend in Großversuchen dann auf Gärtner- bzw. Landwirtebene in die Umsetzung kommen. Und ab Mitte 2024 sollen dann die Zulassung über die EU laufen, indem man dann über die Daten, die man gesammelt hat, nachweist, dass die biologische Abbaubarkeit vorhanden ist. Und am 16. Juli 2026 wird es entweder neue Produkte geben oder keine Depotdünger. Das ist zumindest sozusagen der grobe Fahrplan, an den wir versuchen, auch unsere Produkte anzupassen und die Produktentwicklung. Wie sieht es denn heutzutage aus? Also wir haben auch heute schon ein erhebliches Einsparungspotenzial. Wir wissen aus Untersuchungen und den Erfahrungen, die wir in den Betrieben machen, dass wir bis zu 70% geringeren Düngereinsatz mit Osmokote-Düngern haben gegenüber der reinen Flüssigdüngung. Das heißt, da steht uns schon ein gewisses Potenzial an Technologie zur Verfügung, das bei der entsprechenden Umsetzung uns auch Möglichkeiten an die Hand gibt, die Vorgaben der EU in einem gewissen Rahmen zu erfüllen. Wieso ist es so? Zum einen gibt es die technischen Gegebenheiten in jedem Betrieb. Ich habe hier beispielsweise die Ausnutzung der Wasser- und Düngerrate aufgezeigt, die wir über Versuche ermittelt haben und die wir auch immer wieder in den Betrieben sehen. Zum einen ist das abhängig von der Technik, also sprich Gießwagen, Tülle, Brauserohr, Düse oder eventuell auch Flächen mit Mikrosprinklern. Bei dem Gießwagen ist es so, dass sowohl der Gießwagen, die Technik am Gießwagen, als auch die Art und Weise, die Pflanzen auf der Fläche zu positionieren, eine Rolle bei der Wasser- und Düngerausnutzungsrate spielt. Bei den Mikrosprinklern-Flächen ist es so, dass die Positionierung der Pflanzen einen viel größeren Einfluss auf die Dünger- und Wasserausnutzung hat, weil ja da die ganze Fläche mit der Wassergabe benetzt wird und insofern dann diese Pflanzenstandweiten viel entscheidender sind. Was man aber hier sehen kann, ist, dass ich halt hier einen Unterschied habe
zwischen der Technik der Ausbringung der wasserlöslichen Dünger und der Einbringung von Osmokote direkt ins Substrat, weil ich dann den Dünger schon im Topf habe. Und über die Menge der Depotdünger, die im Substrat schon verortet sind, kann ich auch bestimmen, wie viel Auswaschungspotenzial ich minimiere. Zu dem Produkt selber. Also das Produkt selber besteht überwiegend aus pflanzlichen Ölen, schon immer. Das heißt, wir haben als Ausgangsmaterial die pflanzlichen Öle, die hier zu der Hülle verarbeitet werden. Und dieses Düngerkorn, in dem NPK und Spurenelemente verortet sind, sozusagen umhüllt und schützt, einmal vor eventuellen Stickstoffausgasungen in die Luft, vor allem aber, um Auswaschung ins Grundwasser zu vermeiden. Die Ummantelung ist, um mal ein Verhältnis darzustellen, ist dünner als ein menschliches Haar. Das heißt, ich habe da alleine von dem Material, das hier zur Anwendung kommt, minimale Mengen, die dafür sorgen, dass die Produkte auf der einen Seite funktionieren, so wie wir das gerne möchten. Auf der anderen Seite aber auch die Nährstoffe an die Pflanze so transportieren, wie die Pflanze sie braucht. Vom Grundsatz her ist es so, dass wir bei den Depotdüngern vor allem die Ausnutzung der Nährstoffe über das Vorhandensein von Wasser bewerkstelligen. Das Wasser dringt in das Korn ein. Es löst dann die Nährstoffe im Korn auf und in der Konsequenz über den entstehenden Druck im Korn und die Semipermeabilität der Membran dringen die Nährstoffe nach außen, werden von den Pflanzen aufgenommen. Im Verlaufe der Zeit, in Abhängigkeit von der Temperatur, wird das Korn immer weiter geleert und die Nährstoffe an die Pflanze herantransportiert. Die Pflanze nimmt sie auf. Übrig bleibt am Ende ein leeres Korn, das nach einer gewissen Zeit komplett zerfällt. Und das ist der Punkt, der diese neue EU-Düngemittelverordnung vor allem regelt. Nach dem Ende der Laufzeit des Korns soll diese Ummantelung, die dann sozusagen übrig bleibt als Trägerstoff für das Düngemittel, dann innerhalb von 48 Monaten zu 90% zerfallen. Und das ist der Punkt, der im Moment halt noch nicht erreicht wird. Das ist sozusagen der Flaschenhals, den wir bearbeiten und wo wir dafür sorgen, dass dann diese Umweltverträglichkeit gegeben sein wird. In der Produktion ist es so, dass die Nährstoffe an der Pflanze sind, dafür sorgen, dass die Pflanze sich entsprechend entwickelt. Da gibt es verschiedene Ansätze. Einige Kollegen wählen längere Laufzeiten, um dann auch, wenn eine Pflanze ausgepflanzt wird, der auch noch einen guten Start zu sichern. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Laufzeiten so bemessen, dass sie nur in dem Zeitraum der Produktion im Betrieb der Pflanze zur Verfügung stehen. Von der Wirkungsweise noch mal einmal kurz zur Erklärung, weil das auch immer wieder ein Punkt ist, den Gärtnerkollegen ansprechen. Ist die richtige Wahl der richtigen Laufzeit. Also wenn man eine Pflanze über einen etwas längeren Zeitraum bevorraten will, ist es sinnvoll, sich für eine längere Laufzeit zu entscheiden und da eventuell die Mengen anzupassen. Weil wenn Sie auf dieser, das, was Sie auf dieser Grafik sehen, wenn ich zwei Produkte kombiniere, eine kürzere Laufzeit und eine längere Laufzeit, dann erreiche ich etwas anderes. Dann erreiche ich, dass am Anfang mehr Nährstoffe da sind als das, was die Pflanze benötigt. Und am Ende, da wo ich eigentlich eine fertige Pflanze habe mit einem gewissen Volumen und auch einem gewissen Nährstoffbedarf, dann halt diese kürzere Laufzeit dann fehlt. Die Konsequenz ist, man entscheidet sich für eine etwas längere Laufzeit und passt dann da die Mengen an, mit denen man die Pflanze bevorratet und die dann in den Topf appliziert werden. So, jetzt konkret zu der Entwicklung. Sie haben ja die Zeitachse gesehen, auf der wir uns bewegen.
Wir forschen kontinuierlich an unseren Hüllen und versuchen, sie zu verbessern, um unseren technologischen Vorsprung im Markt auch weiter zu erhalten, vielleicht auch auszubauen. Und aus dieser Forschungsarbeit heraus ist jetzt für ursprünglich 2020/21 das Osmoquote 5 entstanden. Wie in vielen Bereichen der Industrie hat auch bei uns Corona bestimmte Auswirkungen gehabt, sodass wir unsere Maschinen in unserem Werk leider nicht adaptieren konnten an die Herstellung in entsprechenden Mengen, sodass wir für die kommende Saison 2021 leider nur eine begrenzte Menge an Osmoquote 5 haben. Und wir haben diese mit bestimmten Partnern besprochen. Einer dieser Partner war die Merulin, die sich entschieden haben, mit dem Osmoquote 5 zu arbeiten. Wir haben in den Jahren zuvor einiges an Versuchen angestellt. Hier ein kurzer Überblick für die letzten beiden Jahre. Also im Jahr 2019 haben wir insgesamt 33 Versuche weltweit angestellt mit 16 unterschiedlichen Versuchsanstalten in 10 verschiedenen Klimazonen. Weit über 10.000 Pflanzen sind da sozusagen schon auch in produktionstechnischer Art kultiviert worden. In 2020 haben wir dann allein in Deutschland 15 Betriebe gefunden, mit denen wir in enger Kooperation in Teilen oder auch komplett in der Produktion auf Osmoquote 5 umgestellt haben. Und alleine das zeigt Ihnen, wie sicher das Produkt ist und wie wir sozusagen in der fortlaufenden Zeit der Produkteinführung auch eine gewisse Vorarbeit zusammen natürlich mit den Gärtnerkollegen da leisten, um mit einem produktionsreifen Produkt dann weiterzugehen. Was war das Wichtige für uns in der Entwicklung bei dem Osmoquote 5? Also es wurde immer im Vergleich zum Osmoquote exakt High-End getestet. Das heißt, es sind 3 Kriterien festgesetzt worden und das Osmoquote 5 musste immer mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sein als das Osmoquote High-End. Erste Kriterium war natürlich die Qualitätsleistung bei der Pflanze. Also wie wächst die Pflanze, wie entwickelt sie sich, was für eine Qualität erreiche ich am Ende. Das zweite Kriterium war Kultursicherheit, also sprich zum Beispiel hohe Dosierung oder auch Dinge wie, wie verträglich ist das bei verschiedenen Pflanzenarten. Und das dritte und sicherlich auch nicht ganz unwichtige Kriterium ist die Leistungsfähigkeit des Produktes. Das heißt, wie kann es im Werk hergestellt werden, wie kann es abgefüllt werden, wie kann es transportiert werden, wie verhält es sich dann bei der Anwendung in der Praxis, sowohl bei der Beimischung bei den Erdenwerken als auch bei der Beimischung zum Beispiel an Geräten, an den Topfmaschinen. Das war halt sehr wichtig und das waren die 3 Kriterien, die dazu geführt haben, in welche Richtung dann das Produkt entwickelt worden ist und was bei der technischen Herstellung des Produktes wichtig war. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, was das Produkt insgesamt kann. Die neue Maßgabe ist halt eben die Nährstoffverfügbarkeit und Effizienz. Was heißt das? Das heißt letztendlich, es geht darum, dass die Freisetzungslinien, die der Depotdünger als Kennzahlen abgibt, das Freisetzungsverhalten, immer besser an den Pflanzenbedarf angepasst werden muss. Ich hatte Ihnen vorhin diese Grafiken gezeigt mit den unterschiedlichen Laufzeiten. Wir wissen, dass Pflanzen halt sehr dynamisch wachsen, aber dieses Wachstum halt nicht linear ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, diese Freisetzungsverläufe genau an das Pflanzenwachstum anzupassen. Am Ende des Tages gibt dieses System halt auch ein Mehr an Wachstum und eine sehr gute Versorgung bis zum Ende der Wirkungsdauer. Das heißt, dass das Produkt von Anfang bis zum Ende der Kulturzeit sehr gut die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt, um am Ende auch die entsprechende Qualität und natürlich die entsprechende Möglichkeit beim Packen, beim Versenden, beim Beliefern des Kunden zu ermöglichen. Ein weiterer Punkt war die Versorgung mit Spurenelementen. Da haben wir nochmal ein komplett neues System aufgelegt, die Spurennährstoffverfügbarkeit. Wir haben dadurch erreicht, dass die
Ausfärbung der Pflanzen verbessert wird. Ich komme gleich noch im Detail dazu, warum das so ist, und zwar über die gesamte Kulturzeit. Das ist bei Spurenelementen und Depotdüngern nicht immer so ganz einfach. Des Weiteren hat das zur Folge, dass natürlich die Assimilationsleistung und das Wachstum zunimmt und am Ende des Tages im Optimalfall eine bessere Qualität erzielt werden kann. Letztendlich hat die Entwicklung dieses Systems dazu geführt, dass wir in dem fertigen Produkt etwas niedrigere Spurenelementgehalte haben, als es in dem Osmocote Exact High-End der Fall war. Und zwar deshalb, weil die in großen Teilen gelatisiert sind. Das heißt, die Verfügbarkeit ist ganz anders. Wir haben diese Verfügbarkeit von Anfang bis zum Ende verbessert. Und hier nochmal in der tabellarischen Übersicht halt der Vergleich Osmocote 5 und Osmocote Exact High-End. Sie sehen, dass bis auf Bor und Molybden alle anderen Spurenelemente gelatisiert sind, damit die Verfügbarkeit und Aufnahmefähigkeit für die Pflanze im Wesentlichen verbessert wird. Die Konsequenz war allerdings, dass wir im Vergleich zum Osmocote Exact High-End die Gehalte etwas reduzieren mussten, um da nicht eine Überversorgung zu generieren. Wie wichtig die Freisetzung der Nährstoffe für die Pflanze ist, möchte ich Ihnen hier an einem Beispiel zeigen. Diese Anpassung der Freisetzungsverläufe an das Wachstum haben wir über sehr viele Jahre an verschiedenen Pflanzen versucht nachzuvollziehen, in Versuchen. Und exemplarisch hier halt die Calluna vulgaris, wo man sieht, dass wir wirklich in einem, trotz einer langen Kulturzeit, über ein halbes Jahr in der Kurzkultur, trotzdem nur im Zeitraum zwischen dem 20. Juni und 20. August einen extrem starken vegetativen Zuwachs haben, eine sehr hohe Zunahme der Frischmasse. Letztendlich, wenn man das mal dann quantifiziert, sind das 80% des Zuwachses werden praktisch in diesem Zeitraum generiert. Und das zeigt, dass wenn ich an der falschen Stelle zu viele Nährstoffe im System habe, selbst wenn sie das Wachstum der Pflanze nicht stören, sind sie insofern verloren, weil sie irgendwann mal entweder im Freiland durch starke Niederschläge oder durch, wie in den letzten Jahren, die sehr warme Witterung, sehr häufige Bewässerungsgaben dann ausgespült werden und von der Pflanze nicht mehr gegriffen werden können. Um das verdeutlicht, dass diese Anpassung der Freisetzungsverläufe an das Wachstum der Pflanzen extrem wichtig ist. Weiter haben wir noch ein paar Dinge ergänzt. Wir haben die Farbkodierung weitergeführt, so wie sie im Osmocote Exact schon war, haben aber da an der Farbzusammenstellung ein bisschen was geändert. Die sollen noch besser erkennbar sein. Die Farben sind insgesamt kräftiger und diese Kennkörper, wie wir sie nennen, für die Laufzeiten sind von 4% beim Osmocote Exact auf 5% farbiger Körner in dem Gesamtprodukt erhöht worden. Ein weiteres Merkmal ist die NPK-Analyse. Die ist für alle Laufzeiten gleich. Und das hier können Sie schon erkennen, dass auf der einen Seite wir an der Rohware selber gearbeitet haben. Eben diese Veränderung bei den Chelaten, bei den Spurenelementen ist das eine Merkmal. Das andere Merkmal ist eben die Neuartigkeit der Hülle. In den vergangenen Generationen, wie wir das beschreiben, veränderte sich die NPK-Zusammensetzung mit der Laufzeit, weil dann die Hülle dicker wurde. Hier beim Osmocote 5 kommt eine neue Technologie zum Tragen, die uns erlaubt, praktisch die Hülle fast in gleicher Stärke bei den verschiedenen Laufzeiten zu halten. Und deshalb sind die NPK-Zusammensetzungen 16, 8, 12 und 2,2% Magnesium für alle Laufzeiten gleich. Das war in der Vergangenheit beim Osmocote Exact High-End und den anderen Produktlinien nicht der Fall. So, was wird jetzt auf lange Sicht passieren? Wir sind jetzt im ersten Schritt. Ich hatte schon vorhin erwähnt, leider hat uns Corona
die Möglichkeit genommen, das Ganze schon in diesem Jahr umzustellen. Das werden wir halt nur punktuell machen. Hier ist die Merolin sozusagen vorne mit dabei. Der Osmocote 5 wird im ersten Schritt dann ab Herbst 2022 komplett im kompletten Markt das Osmocote High-End ersetzen. Im zweiten Schritt wird das dann das Osmocote Exakt Standard sein, sodass wir sozusagen aus zwei Linien bei Osmocote Exakt und Osmocote Exakt High-End eine Linie machen werden, komplett mit Osmocote 5. Und dann wird praktisch bei den DCT-Produkten als Spezialprodukte Osmocote Protect uns erhalten bleiben, weil den können wir so komplett als Osmocote 5 noch nicht bauen. Und dann wird der Osmocote Protect, der vor allem bei Kalun und Helleborus in verschiedenen Laufzeiten zur Anwendung kommt, mit dem Osmocote 5 sozusagen das Produktmix sein, was die Möglichkeiten bietet, auch die EU-Auflagen und die EU-Vorgaben zu erfüllen. So sehen dann die Produkte aus. Für die Kollegen, die schon mal ein bisschen neugierig sind, ganz rechts können Sie sehen, so sieht der Sack im Moment aus mit dem Osmocote Exakt High-End. Die anderen vier Osmocote 5 Säcke haben wir noch mal ein bisschen modifiziert, damit die Erkennbarkeit verbessert wird und die einzelnen Laufzeiten besser unterschieden werden kann. So, was mit Osmocote alles möglich ist, das möchte ich hier noch mal an einem Beispiel von einer Erfahrung, die wir in einem Produktionsbetrieb mit Bodendeckern gemacht haben. Und da sind wir eben auf diesem Weg in Richtung der Vorgaben der EU. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, 50% Einsparung von Nährstoffverlusten und 20% Einsparung an der Gesamtdüngermenge. Was Sie hier sehen, sind Bodendecker. Wenn ich das richtig habe, sind das Euonymus. Die sind direkt gesteckt worden im Sommer in dem Betrieb. Und zwar sowohl die vorderen Pflanzen, die etwas kleiner sind, als auch die hinteren Pflanzen zum gleichen Zeitpunkt. Der Unterschied, den man dann auch im Wachstum sehen kann, ist, dass die vorderen Pflanzen komplett in ein Vermehrungssubstrat ohne Aufdüngung gesteckt wurden und die hinteren Pflanzen in ein mit Osmocote Exakt Protect aufgedüngtes Substrat mit 2 Kilo. Und alleine an diesem Unterschied können Sie sehen, was für Möglichkeiten wir mit der Anwendung von umhüllten Düngern haben. Auf der einen Seite haben wir einen unbewurzelten Steckling, der trotzdem sich entsprechend entwickeln kann und am Ende sogar durch die Beimischung des Depotdüngers einen Wachstumsvorsprung hat. Und bis die Pflanzen vorne so groß sind wie die, oder so groß waren wie die hinten, waren die hinten schon längst beim Kunden und abverkauft. Dieses zeigt uns, welche Möglichkeiten wir bei der Nährstoffversorgung für die Pflanzen haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ergeben sich natürlich auch durch die Möglichkeiten entsprechende Einsparungspotenziale auf der anderen Seite. Weil die 2 Kilo Osmocote Exakt, die ich schon im Topf drin habe, hier stehen die Töpfe eng beieinander, da hätte ich also kaum Verluste bei der Flüssigdüngung, aber diese 2 Kilo an Nährstoffen, die schon im Topf drin sind, die muss ich natürlich nicht mehr nachliefern. Und zum anderen sehe ich da auch Kulturvorteile, indem ich Dinge verfrühen kann, beschleunigen kann und am Ende des Tages sorgt das dafür, dass ich auch mit einer Kultur ganz anders umgehen kann. Jetzt möchte ich noch mal dazu kommen, wie, wie der Einsatz von Osmocote in dem System der Kombinationsdüngung uns letztendlich die Möglichkeit bietet, bei der Erfüllung der Vorgaben, die an uns von offizieller Seite herangetragen werden. Wir propagieren ja schon seit Jahren dieses System der Kombination von Depotdüngern und Flüssigdüngern. Dies ergibt zwei verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist, ich kann natürlich den Depotdünger mit relativ hohen Raten bevorraten und kann über diese Schiene die Auswaschungsverluste
minimieren. Wenn ich dann mich in der Vollbevorratung befinde, dann habe ich Ihnen ja aufgezeigt, dass man dann bis zu 70% der Nährstoffverluste reduzieren kann. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, mit den Mengen, die ich als Kombinationsdüngung in das System hereinbringe, zu spielen. Und wenn ich zum Beispiel rein rechnerisch betrachtet die Hälfte der Nährstoffe einer Pflanze, die sie benötigt, ins System reinbringe, die ich dann nicht mehr flüssig applizieren muss und habe eine Wirksamkeit oder eine Minimierungsrate von 70%, dann würde rein rechnerisch die Größenordnung, die ich da einspare, schon 35% betragen an Düngemittelreduktion. Und ich hätte sozusagen mit diesem System beide Voraussetzungen, die die EU von uns verlangt, erfüllt, nämlich 20% weniger Dünger insgesamt und 50% weniger Auswaschungsverluste. Da kommt man dann halt relativ bequem und einfach mit den Systemen, die man jetzt schon hat, die man aber dann in der konsequenten Anwendung auch für den einzelnen Betrieb optimieren muss, um dann das optimale Ergebnis im Betrieb zu erreichen. Und das optimale Ergebnis heißt qualitativ hochwertige Pflanzen, die dann den Betriebserfolg garantieren. So, jetzt war ich dann doch ein bisschen schneller durch mit meiner Geschichte, als ich das ursprünglich vorhatte. Ich bin gespannt, ob es Fragen geben wird. Vielen Dank. Ja. Ja, lieber Peter, vielen Dank für deine Ausführungen. Du bist tatsächlich sehr viel schneller durchgekommen, als wir alle gedacht haben. Im Chat sind tatsächlich gar keine Fragen. Ich hatte den Vortrag natürlich vorher auch nicht gesehen und habe ihn mit Spannung verfolgen können. Ich denke, für uns alle ist klar, dass Langzeitdünger an sich und Osmokote im Besonderen natürlich die richtige Wahl ist, um gezielt auch zu düngen. Denn wenn ich weiß, wie die Abnahme meiner Pflanzen oder der Bedarf meiner Pflanzen am Dünger ist, kann ich natürlich gezielt mit Osmokoten arbeiten. Ihr entwickelt das natürlich ständig weiter und ich finde das wirklich super, dass wir da jetzt auch, speziell was die Hülle betrifft, auf dem richtigen Weg sind. Peter, vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen. Ja, gerne. Zum einen möchte ich noch mal ganz klar herausstellen, dass ich Ihnen jetzt ein Produkt vorgestellt habe, das in der Einführung, es ist ein fertiges Produkt. Wir befinden uns aber, wie ich schon sagte, durch die Corona-Geschichte in einer Einführungsphase, haben dadurch nur eine begrenzte Menge zur Verfügung. Die ist jetzt sozusagen vergriffen, mehr oder minder. Wichtig ist zu wissen, dass wir natürlich mit den bisher zur Verfügung stehenden Produkten genauso weiterarbeiten können. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube schon, dass wir in den letzten nicht nur Jahren, sondern fast schon Jahrzehnten gezeigt haben, dass man mit dem Einsatz oder mit dem gezielten Einsatz der Depotdünger sehr genau die Pflanzen versorgen kann. Wir haben da, wie ich schon sagte, die Möglichkeit, durch eine individuelle Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort im Betrieb, an die Dosierungshöhen und an die Wahl der Laufzeiten, durchaus Möglichkeiten, die Vorgaben, die wir von dem Gesetzgeber demnächst erfüllen müssen, auch schon heute in einem gewissen Maße zu realisieren. Und zwar auf eine relativ einfache Art und Weise, indem man halt den richtigen Dünger mit der richtigen Dosierung und der richtigen Laufzeit wählt und das dann das Ganze im Betrieb umsetzt. Der sicherste und richtigste Weg ist sicherlich, sich von unten nach oben heranzutasten. Also wer bis dato mit diesen Produkten noch nicht gearbeitet hat, kann in Zusammenarbeit mit Kollegen und mit mir, wir bieten diese Beratung vor Ort an, sicherlich da einen Weg finden, der für jeden Betrieb individuell gangbar ist und auch zum optimalen Ergebnis führt, ohne dass man
Qualitätsverluste bei den Pflanzen befürchten muss, weil das letztendlich ausgereifte und seit Jahrzehnten ausprobierte Systeme sind. Ja, danke, Peter. Die Frage, die sich auch immer mal wieder ergibt, wie sieht es mit den Verfügbarkeiten aus? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Vorarbeit da auch geleistet. Wir haben eine ganze Menge hier speziell an Lager, um da ausreichend Ware für zumindest die nächsten Monate zu haben. Und ich weiß, ICL produziert ja auch ständig weiter. Das gilt sowohl für die Langzeitdünger als auch für die Nährsalze aus dem Hause ICL. Wenn wir ein Produkt mal nicht da haben, werden wir es sicher kurzfristig besorgen können. Ich denke, Peter, im Werk, in Heerlen, wo auch immer, werdet ihr doch auch noch einen Puffer an Produkten vorrätig haben, oder? Das ist richtig. In Heerlen wird ja das Osmocote produziert und da ist man auch dabei, die Maschinen jetzt entsprechend zu adaptieren und anzupassen. Und es wird sicherlich im Laufe des Jahres immer wieder die Möglichkeit geben, da auch noch nachzufragen, ob die entsprechenden Mengen da sind. Standardprodukte sind sowieso vorhanden. Bei dem neuen Produkt geht es dann letztendlich in der Kommunikation darum, sich abzustimmen. Und da gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen Weg, das so weit zu bewerkstelligen, dass der eine oder andere Kunde, der auch was probieren möchte, da auch in die Lage versetzt wird, dies zu tun. Ansonsten Warenverfügbarkeit natürlich über den Puffer in Heerlen vorhanden. Ja, danke. In der Zwischenzeit hat sich tatsächlich auch noch eine Frage aufgetan. Vielen Dank und herzliche Grüße nach Rahm zum Gartenbaubetrieb Welzel. Hier ist die Frage, wie lange es dauert, bis die Hülle sich vollständig zersetzt hat. Ja, im Moment ist es so, dass wenn wir zum Beispiel bei Beetpflanzen, die dann auf dem Kompost nach der Saison entsorgen, dann dauert das schon 5-6 Jahre, dass man die Hüllen immer noch sieht. Und was im Moment halt ist, es bedarf durchaus einer gewissen mechanischen Beanspruchung. Das heißt, man muss die irgendwie anfassen, damit sie zerfallen. Die Vorgabe der EU ist dahingehend, dass nach der Laufzeit, also zum Beispiel bei einem Produkt, das 3 bis 4 Monate funktionieren soll, also nach dem 4. Monat, dann diese Zersetzungsrate selbstständig anfangen soll und dann nach 48 Monaten 90% der Hülle zerfallen sein sollen, mehr oder minder aus sich heraus. Das ist sozusagen dieser Flaschenhals, an dem wir arbeiten und den es am 16. Juli 2026 zu erfüllen gilt. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Ja, ich würde sagen, das ist genau so. Du hast ja auch eingangs schon gesagt, dass die Hülle zum Großteil im Grunde aus biologischem Material ja bereits besteht. Und bis 2026 haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man so schnell wie möglich da wirklich eine verlässliche Info hat, dass auch keine Rückstände im Boden verbleiben, jedenfalls keine schlechten Rückstände. Die Frage scheint richtig beantwortet zu sein. Wir haben nämlich ein Dankeschön bekommen. Ja, wenn sich sonst keine weiteren Fragen mehr ergeben, das sehe ich nicht. Möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, Peter, für den tollen Vortrag. Ich bin sehr sicher, dass du zu jeder Zeit auch für Fragen hier vor Ort oder telefonisch per Mail immer erreichbar bist und natürlich auch gerne jeden Betrieb besuchst, um da vor Ort auf die Kulturen einzugehen. Von daher herzlichen Dank, Peter, und ich hoffe, dass dieses neue Format für dich nicht allzu ungewöhnlich war. Wir sehen natürlich, für uns ist es auch neu, dass das Zeitmanagement durchaus flexibel ist. Wir sind nämlich deutlich vor Ende unserer Zeit hier angelangt, konnten das natürlich nicht zu 100% testen. Wir sind ja auch nicht im Fernsehen. Von daher sehen Sie uns diese kleine Lücke nach, die sich jetzt ergibt.
Die können Sie allerdings nutzen, um sich einen Kaffee zu holen oder vielleicht in ein Brötchen zu beißen.